alle Fälle möchte ich mich jetzt bedanken für die dritte Internetkonferenz, die wir jetzt schon gemeinsam machen und so einen kleinen jetzt Abschluss jetzt von der dreiteiligen Serie mit so einem sehr wichtigen Thema machen, und das Thema Vision und Visionsfindung und eigene Mission für das eigene Leben. Bevor wir jetzt anfangen jetzt mit dem Thema, würde ich mich jetzt einfach mal kurz, und mit Sicherheit interessiert auch eher die Teilnehmer, mit Sicherheit auch eher die Fragen. Die Menschen, die zu dir ins Coaching kommen und von dir gerne sich beraten haben möchten, wie viel Prozent der Menschen ungefähr hatten ungefähr wenigstens eine Ahnung von ihrer eigenen Vision, was sie so im Leben hatten, und wie viel Prozent der Menschen dann, zum Beispiel, wenn die vorher eine Vision hatten, und zu dir kam, zu einem anderen Thema und so weiter, nach deiner Beratung hat sich ihre Vision sich geändert gehabt. Also im Grunde genommen, die hatten vorher eine Vision gehabt, hatten gemeint, dass es ihr Weg ist und ihr Ziel, und nachdem die mit dir gearbeitet hatten, vielleicht hat sich das geändert. Also die zwei Fragen würde mich interessieren, und auch mit Sicherheit auch die anderen. Also die Mechanik, die wirkt, wenn Menschen Beratung suchen, ist normalerweise, dass irgendwas nicht funktioniert. Solange Leute davon ausgehen, dass alles in ihrem Leben funktioniert, haben sie eigentlich auch keinen Grund zu kommen, und dann habe ich auch keinen Grund, jemanden einzuladen, zu mir zu kommen. Wer meint, dass das, was er oder sie macht, funktioniert, soll das einfach weitermachen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Insofern sind in der Regel Menschen, die zu mir kommen, Menschen, die in Situationen sind, in denen irgendwas mehr oder weniger gravierend nicht funktioniert. Deswegen benutze ich ja auch als Bezeichnung für meine Coaching-Arbeit den Begriff transformatives Coaching. Und eine Transformation entsteht normalerweise in dem Moment, wo ich vor einer Wand stehe oder vor einem Scherbenhaufen oder in einem Tal der Tränen mich befinde und ich dann bereit bin, mich mal ein bisschen zu öffnen und mal zu schauen, was gibt es da vielleicht jenseits dessen, was ich glaubte zu wissen. Und das Thema Vision ist ja etwas, was heute im Bereich Erfolgscoaching und so weiter gerne benutzt wird, ohne aber seinen wahren Hintergrund zu kennen. Deswegen hatte ich ja auch in der Einladung das gegenübergestellt, das Thema Traum und Vision. Denn was normalerweise vermittelt wird in Seminaren, Workshops, Büchern, Audioprogrammen und so weiter, wo es angeblich um das Thema Vision geht, ist in Wirklichkeit das Induzieren von Egoträumen. Und diese Ego-Träume können ganz verschiedener Natur sein, je nachdem, auf welchem Trip sich das Ego eben befindet. Ja? Also das kann ein materielles Ego sein, dann ist es halt ein materieller Ego-Trip. Dann wird halt darauf angesprungen werden, in der Regel auf irgendwelche schnell reich werden Programme oder jetzt Internetmillionär werden und so weiter. Oder wenn es halt um ein spirituelles Ego geht, dann wird halt gern sowas wie, naja, dein Aufstieg oder deine Erleuchtung oder deine, was auch immer, dein Engelkontakt. Finde deinen spirituellen Namen und so weiter und alles jetzt und sofort und auch gleich. Das ist dann so das, wo das spirituelle Ego angesprochen wird, oder eben auf anderen Ebenen gewöhnlicherer Natur vielleicht das Gutmenschen-Ego oder das politische Ego,
Das wird ja verschmilzt ja gerade immer mehr auch in der aktuellen politischen Situation. Also, dass man eben einfach versucht, Leute unter Druck zu setzen und zu sagen, wenn du ein guter Mensch bist, dann bist du jetzt dafür oder dagegen. Und insofern ist also das Thema Vision, was in dem Kontext oft und gern mit benutzt wird, in Wirklichkeit dann ein Traumbild, also eigentlich eine Verschleierung der Wahrheit. Und wenn wir sowas wie Vision vielleicht in der abendländischen Kultur suchen, dann kommen wir zu solchen Aussagen, wie sie zum Beispiel Luther damals gemacht hatte, wie mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist ja etwas, was dann dem Ego sofort eine Riesenangst macht, denn da entsteht sofort die Angst vor dem strafenden Gott, wer das in Wirklichkeit ist, komme ich auch gleich noch zu, und die Angst, dass uns was weggenommen wird. Und deswegen versuchen so viele Menschen eben auch das dann zu vermeiden. Oder wenn sie sich auf sowas einlassen, es gibt ja auch heute noch Leute, die dann zum Beispiel Sinn in der Kirche suchen oder in einem Kloster. Habe ich neulich auch einen Bericht gelesen von einer jungen Frau, die irgendwo in der Schweiz, glaube ich, war das. Also das Land spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, aber die halt in einem Kloster gelandet war und dann merkte, wie sie da auch sowohl persönlich, ökonomisch und auch sexuell missbraucht wurde und dann da auch wieder sich unter Tränen und vielen Anstrengungen und auch eben Druck und Drohungen dann ausgeklinkt hat. Und das bringt mich dann zu dieser Aussage, also ich bin kein Christ, möchte ich an der Stelle ausdrücklich mal betonen. Also ich gehöre keiner Religion an, keiner politischen Partei, ich bin auch kein Nationalist oder Internationalisten, diese ganzen Etiketten sind meiner Meinung nach alle Täuschungen, die wir nach Möglichkeit bei erstbester Gelegenheit auch mal hinterfragen. Aber es gibt ein paar Aussagen und die wirken ja sehr tief in unserem Unterbewusstsein, gerade in der abendländischen Kultur, die ja sich viel auf das Christentum aufbaut, auch wenn das ja gerade in der EU massiv auf dem Rückzug ist und sich mehr oder weniger kampflos dem Islam ergibt. Aber es gibt ja doch einige Aussagen, die einfach in uns wirken. Und da ist eine dieser biblischen Aussagen, dass der Weg in die Verdammnis, dass der ganz weit und breit ist und dass der Pfad zum Himmel, die Pforte, die ist eng. Und das ist eigentlich auch der Punkt, der uns zur Vision führt. Denn der Weg dahin deswegen eng, aus einem ganz einfachen Grund, weil es dein eigener ist, weil den niemand anders gehen kann. Niemand. Niemand kann den für dich gehen. Niemand kann ihn dir auch vorgeben. Niemand kann dir sagen, was deine Vision ist. Ja, man kann Träume induzieren, so wie das eben, egal ob es religiöse, politische Propaganda oder auch ökonomische Propaganda ist, Werbefernsehen oder eben auch so Dinge wie The Secret oder so, ne, wo dir dann die ganze Zeit eigentlich erzählt wird, wie toll das doch wäre, einfach wenn du mehr Kohle hättest und als ob das so der Lebensinhalt wäre. Und wie du dir das dann herbei visualisieren könntest. Und das heißt, es geht in allen diesen Fällen immer darum, dass du irgendetwas tun sollst, um irgendwas anderes zu erreichen. Also die Zu-Geschichte kann ich also auch nur empfehlen. Untersuche dein Leben mal, ob du Dinge machst, um zu
führt garantiert immer wieder zu Frustrationen und Gefühlen von innerer Leere und Sinnlosigkeit. Denn deine Vision ist etwas, mit dem bist du geboren. Das ist schon in deinem Herzen. Du bist damit auf die Welt gekommen. Du bist dafür auf die Welt gekommen, um genau das zu leben, um das zu sein und immer mehr auch zu dem zu werden, wofür du hierher gekommen bist. Und das ist die Vision. Und alles andere sind Träume, Illusionen unseres Egos, unserer falschen Persönlichkeit, unserer Persönlichkeit, die versucht, sich anzupassen. Und damit komme ich auch wieder zurück zu dem strafenden Gott, denn das sind natürlich die Eltern, das ist das Über-Ich, was wir entwickelt haben, indem wir eben unsere Eltern als oft ja auch nicht so unterstützend erleben und nicht nur die Eltern, sondern auch das restliche Umfeld, also wer dann mal in den Kindergarten gekommen ist oder in die Schule und mit den dort angestellten Lehrkräften zu tun hatte oder auch eben mit der sogenannten Peer Group, also mit den Mitschülern, der hat sicherlich die eine oder andere Erfahrung eben gemacht, die auch nicht so begeisternd gewesen ist und die uns eben auch dann das Gefühl gibt, wir passen uns besser an. Wir schauen besser nicht mehr, was ist wirklich meins, sondern was wollen die anderen, was sagen dann, was machen die anderen, wie verhalten sich die anderen. Und dann gehöre ich irgendwie dazu und laufe irgendwie mit. Und bin dann nicht mehr in Gefahr, dass mir eben Dinge widerfahren, die mir nicht gefallen. Und deswegen habe ich auch geschrieben in diesem Titelbild, was vielleicht einige gesehen haben bei mir auf dem Profil, dass Träume der Trost für die Menschen sind, die nicht in Kontakt mit ihrer Vision sind. Ja, denn der Traum ist immer das Ziel von jemand anderem. Das ist wichtig, das zu verstehen. Der Traum ist nie dein eigenes. Denn was dir jemand als Traum verkauft, zum Beispiel beliebtes Traumthema ist ja schnell reich werden mit MLM, so Multilevel Marketing. Ja? Und wer profitiert? Das ist der, der dieses Schneeballsystem ins Leben ruft und dann möglichst viele Dumme findet, die da mitmachen. Und das heißt, der erweckt einen Traum, der induziert diesen Traum, der erzeugt auch eine Hypnose. Ja, die arbeiten auch ganz oft mit Hypnosetechniken, also MLM und NLP. Das sind zum Beispiel oft Hand in Hand gehende Dinge und ja auch ansonsten auch in der politischen Propaganda. Also bei den Mama-Reden zum Beispiel kann man das ganz oft richtig sehen, wie diese NLP-Techniken da eingesetzt werden, um den Effekt auf das Unterbewusstsein der Menschen zu verstärken. Ja, also es wird viel mit Techniken gearbeitet, um Träume zu induzieren. Es haben ja viele, der Volksmund sagt, Träume sind Schäume. Karl Marx hat zum Beispiel über das Thema Religion gesagt, das ist Opium für das Volk. Was macht Opium? Ja, nicht nur Opium haut Opium, sondern Opium macht auch, dass wir träumen, dass wir in Trancezustände geraten, die aber nicht mit unserer Essenz, nicht mit unserem Herzen verbunden sind. Und meine Einladung, und das ist ja auch die Einladung in diesem ganzen Prozess, lass los und lebe, den ich ja selbst auch lebe. Also es ist ja mein eigener, das ist ja das, womit ich arbeite für mich und was ich eben auch an Menschen weitergebe, die das interessiert, sei es, dass sie zumindest Lust haben, mal mein Buch zu lesen, wo ja alle
Schlüssel drinstehen, als auch, dass sie in Coaching mit mir da auch konkreter an ihrer eigenen Vision arbeiten. Es geht eben wirklich darum, bereit zu sein, auch diese Träume hinter sich zu lassen. Und das ist immer eine Reise in die Unterwelt. Ja, das ist auch das, was ja die meisten Menschen scheuen. Darüber gibt es auch Studien, also warum so viele Menschen zum Beispiel nicht in der Lage sind, negative Informationen überhaupt zu verarbeiten. Also dass das Störungen im Präfrontalkortex sind, also in dieser neuesten Errungenschaft unseres Gehirns, die ja sehr anfällig ist oder sehr leicht auch mit positivem Denken zum Beispiel in so eine Art Tunneltrance versetzt werden kann. Ja? Und sie reagiert auch sehr schön auf Meditation. Und das ist also was, was ich sehr empfehlen würde, also sich zu öffnen für den Augenblick. Das ist ja auch das, was in Lass los und lebe zum Beispiel passiert. Durch die Schlüssel, wer also bei der ersten Konferenz dabei war, da haben wir ja mit den ersten drei Schlüsseln aus dem Lass los und lebe Prozess gearbeitet. Und das ist letzten Endes auch der Zugang oder ein möglicher Zugang. Ich behaupte gar nicht, dass das der einzige ist, aber es ist ein möglicher und in der Praxis auch erprobter Zugang zu diesem Thema Vision und eben wirklich dein. Das ist für mich die Essenz von Vision auch. Sie ist wirklich deine. Und wenn ich sage, dass das durch den Abgrund führt, dann ist das durchaus etwas, was herausfordernd ist. Deswegen heißt es ja auch, breit ist der Weg, der Verdammnis führt. Was heißt Verdammnis? Verdammnis heißt einfach, naja, das war wohl nichts. Du wirst halt Kompost. Ja? Oder so wie Gurdjieff das mal gesagt hat, ihr seid alle nur Gemüse und wenn ihr eine Seele wollt, müsst ihr sie euch verdienen. Und also mit Seele kannst du genauso auch das Wort Vision als Synonym in dem Fall einsetzen. Also wenn du wirklich etwas Wesentliches aus deinem Leben machen willst, dann musst du dir das verdienen. Und das bedeutet, dass du was riskierst. Dass du zum Beispiel riskierst, dass in deinem Umfeld auf einmal alle zu dir sagen, du bist ja völlig bekloppt. Das kann ja nie im Leben funktionieren. Also wer hat dir denn diesen Unsinn eingeredet? Oder dass eben sogar gedroht wird in der Familie, das gibt es ja auch. Ja, wenn du das machst, dann enterbe ich dich. Oder der Partner sagt, also wenn du das jetzt machst, lass mich scheiden. Ja? Und ich nehme dir auch noch die Kinder weg. Und also Drohungen sind natürlich ein beliebtes Mittel. Auch ja auf anderen Ebenen, ja, also wenn du in irgendeiner Sekte auf einmal dich wiederfindest, vielleicht wusstest du gar nicht, dass es eine Sekte ist, aber irgendwann sagt man dir, wenn du gehst, natürlich kannst du gehen, aber du verlierst dann eben den Kontakt zu Gott. Oder du wirst dann in der Hölle landen. Oder im politischen Kontext, dass man dir dann sagt, ja, wenn du das glaubst, wenn du sowas sagst, dann bist du ja ein Nazi oder ein Antisemit oder ja, was auch immer. Also die Drohungen, das ist etwas, was Teil der Initiation ist. Also früher wurden ja Menschen initiiert in alten Kulturen, also zum Beispiel Jungs, bevor sie Männer wurden, aber auch Mädchen, bevor sie Frauen wurden initiiert. Ein Teil zum Beispiel der Initiation für Jungs war in manchen Kulturen etwas, was man heute noch sinnbildlich als den sogenannten Spießrutenlauf kennt. Und das war nichts anderes, als dass eine Gasse gebildet wurde und da standen links und rechts Männer mit Knüppeln oder Ruten eben in der Hand und der Initiant musste da durchlaufen. Und die haben alle auf ihn eingedroschen.
Und er durfte nicht anhalten, nicht umkehren, nicht schreien, nicht heulen, er musste da durch. Und das ist im Grunde ja einfach eine Art, ich sage nicht, dass ich das empfehle, das wieder einzuführen, denn wir haben das ja schon. Also, wie gesagt, in der Gesellschaft erlebst du ja genau das, wenn du anfängst, dich selbst zu leben. Und früher wurde eben in einer Gesellschaft, in einer archaischeren Gesellschaft, wurde man eben auf diese Weise sozusagen in den Kreis der Männer dann genommen. Und diese enge Pforte, die haben wir da ja auch wieder, ja? Also die enge Pforte, die ins Heil führt, die in den Himmel führt. Und was ist Himmel wirklich? Muss ich kurz zur Astrologie, zum Tierkreis kommen und zum Chakrensystem. Denn wir haben im Herzen das Element Luft. Und im Herzen sitzt auch die Vision. Und im Herzen ist auch die Erfahrung dessen, was wir den Vater nennen. Und das heißt, im Herzen auch den Himmel. Und wenn also vom Himmelreich die Rede ist, dann ist von unserem Herzen die Rede. Das ist zumindest meine eigene Erfahrung, dass da auch der Frieden ist und dass wir diese Trinität, also Vater, Kind und Mutter, dass wir die in unserem Wesen auch finden. Also dass diese drei Selbste, von denen ich auch im ersten Webinar hier gesprochen habe, das gibt es ja auch in YouTube zum Anschauen. Also wer da nicht dabei war, kann ich einfach empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und in diesen drei Selbsten haben wir ja den Vater, das Kind im Bauch und die Mutter. Das wird ja auch in allen Schriften, wird das ewig Weibliche zieht uns hinan, schrieb Goethe im Faust. Und auch der Himmelsmantel der Maria, das ist immer der blaue Himmel. Und die Maria hat deswegen den blauen Mantel auch an. Das Weibliche ist die Urmutter, die große Mutter, das Universum, das, was uns umgibt. Und das heißt also, die Pforte in den Himmel ist deswegen eng, weil es so viele Möglichkeiten gibt, sich vom Herzen abzulenken, sich von dem abzulenken, was wir wirklich sind, und auf das Geschrei anderer Leute oder auf das Gebabbel unseres eigenen Verstandes zu hören und eben vom Weg abzukommen, denn das ist das, was Sündigen letzten Endes heißt, ja, vom Weg abkommen. Ist also auch keine so dramatische Sache, ist nichts, was man moralisch bewerten muss, heißt einfach nur, okay, ich habe mich verlaufen, ich bin vom Weg abgekommen, wo geht's jetzt lang? Und das sind diese Momente, wo auch Menschen dann anfangen, tatsächlich bereit zu sein, Hilfe anzunehmen oder neu zu orientieren, wo sie dann tatsächlich auch mal entweder in Coaching kommen oder mein Buch gelesen haben und mir dann auch schreiben, wie toll das wäre für sie, wie ihr Leben auf einmal verändert und wie sehr sie innerlich anfangen zu strahlen und zu leuchten und zu lächeln. Und das sind ja diese Dinge, die uns auch immer wieder zeigen, dass wir tatsächlich auf unserem Weg sind, wenn wir still werden und uns im Herzen mit uns selbst im Reinen fühlen. Und dafür müssen wir uns aber erstmal auf den Weg zu uns selbst gemacht haben. Denn erstmal sind wir ja normalerweise Teil Familie und damit auch sowas wie Teil der Herde. Und Nietzsche hat mal gesagt, wann immer das gute Gewissen Herde heißt, sagt nur das schlechte Gewissen ich. Und wer seine Vision finden will, wird nicht an dem schlechten Gewissen vorbeikommen. Und das heißt nicht, dass wer seine Vision sucht, irgendwelche schlimmen Dinge tun muss. Das sind ja nur Dinge, die zum Beispiel in irgendwelchen Kulten oder
Logen und so weiter dann gefordert werden, um dann die Menschen tiefer in den Kultiken. Also das findet man ja auch in allen Erdteilen, in allen Religionen, in allen Logen, überall diese kultischen Einweihungen, wo dann eben gefordert wird, irgendetwas Unmoralisches zu tun. Und wenn du es nicht tust, also bei den Freimaurern, vom Aussteiger gehört, da wird so dann in Deutschland, also so in christlichen Kulturen, werden die Leute dann einzeln mal nach hinten gebeten und dann wird ihnen ein Kruzifix gezeigt und dann werden sie aufgefordert, darauf zu spucken. Und wenn sie es tun, dann werden sie beglückwünscht und werden in die nächsthöhere Stufe eingeweiht. Wenn sie es nicht tun, werden sie auch beglückwünscht, werden aber nicht eingeweiht, sondern bleiben eben im Fußvolk dieser Loge sozusagen. Und diese Thematik, gutes und schlechtes Gewissen, die wird da natürlich auch benutzt. Und letztendlich ist aber der Punkt, wenn wir erkennen, wir kommen alleine in diese Welt und wir gehen auch alleine wieder. Ja, wir werden alleine geboren, auch durch eine enge Pforte, ja, durch den Schoß unserer Mutter. Und wir gehen auch wieder alleine. Das heißt, wir verlassen irgendwann dann diesen Körper. Also das, was in mir, in meinem eigenen Erleben des eigenen Seins richtig ist, das ist das, was für mich auch in die Vision führt. Und wie gesagt, es gibt Dutzende, Hunderte, Tausende von Träumen anderer, an die man sich dranhängen kann, um zu vermeiden, zu seiner eigenen Vision zu kommen. Hat das ein bisschen deutlich gemacht, worum es mir geht? Ja, mit Sicherheit. Danke jetzt für den. Ja, also erstmal. Du hast auf alle Fälle gezeigt, um was es da geht in dem Thema Vision, auch für dich mit Sicherheit auch sehr deutlich. Also das war deutlich genug. Und mit Sicherheit mich und auch die anderen interessiert jetzt, wo derjenige auch jetzt erfahren hat, dass es das wichtig ist, eigene Mission auch ja zu haben, wie er auch ja durch diese enge Pforte, dass er auch ja gehen muss natürlich und auch soll, wenn er seine Vision findet. Könntest du ein paar praktische Beispiele erzählen und ein paar Werkzeuge, wie er besser und schneller durch diese enge Pforte durchgehen kann, um zu der eigenen Mission zu gelangen? Ja, also meine Einladung ist zunächst mal wirklich die eigene Essenz zu erkennen. Denn ein Teil dieser Traumexistenz oder ein wichtiger Teil dieser Traumexistenz ist ja die Identifikation mit diesen Persönlichkeiten, die durch die Geburt entstehen. Und der Eckhart Tolle hat das mal ganz schön auf den Punkt gebracht, als er sagte, der Tod ist nicht das Gegenteil des Lebens. Das Leben hört nie auf. Der Tod ist das Gegenteil der Geburt. Das heißt, meine Einladung ist immer eine Einladung ins Leben selbst. Das heißt, in das, was immer schon jetzt hier ist und was eben schon war, bevor wir geboren wurden. Das können wir ja gerne auch jetzt mal als kleine gemeinsame Übung machen oder als praktische Erfahrung. Immer in diese Frage rein,
Wer war ich schon, bevor ich geboren wurde? Ich frage mich deinen Verstand. Das ist ganz egal, was dein Verstand dir darüber erzählt. Geh unmittelbar in diese Erfahrung. Geh in Kontakt mit deinem Herzen. Der sind wir natürlich auch wieder bei dem ersten Schlüssel, den ich ja im ersten Webinar hier auch schon vermittelt hatte. Die kurze Version dieser Frage, wer war ich schon, bevor ich geboren wurde, ist natürlich die Frage, wer bin ich? Bin ich wirklich dieser Körper, der da geboren wurde und der eines Tages sterben und weswegen ich mich auch gelegentlich mehr oder weniger intensiv mit dem Thema Todesangst beschäftige? Oder bin ich vielleicht immer schon gewesen? Auch schon bevor ich als diese Person geboren wurde, als dieser Mensch. Deine Erfahrung von diesem Lebendigen. In dem, was jenseits von Geburt und Tod immer bereits hier ist. Wenn du Empfindungen dazu hast, dann schreib sie einfach mal in den Chat rein, wenn du magst. Also bisher sind keine Rückmeldungen im Chat von deinem. Doch. Mit der Frage, wer bin ich, komme ich an mein Herz ran, stellt der Christi die Frage. Also ich erlebe das ganz oft, dass viel Sprachlosigkeit eigentlich entsteht. Man hat eigentlich gar keine Lust, viele Worte zu machen. Man möchte eigentlich in diesem Zustand, in diesem ewigen, was wir sind, verweilen, einfach bleiben. Das ist auch in Ordnung. Das Herz ist einfach der Sitz Die der Lerner. Essenz unserer Vision, mit der wir hier auf die Erde kommen. Also es gibt ein paar Führe ich Rückmeldungen. ja auch in den astrologischen Einzelanalysen immer wieder aus. Ja? Also wir gehen immer vom Herzen aus und vom Herzen aus inkarniert sich unsere Vision. Alexander, es gibt ein paar Rückmeldungen. Und zwar, zum Beispiel die Brunnen schreibt, durch eine Herzmeditation kommt man in den heiligen Raum. Aber zum Beispiel die Lerne und jemand, der sich als Nein bezeichnet, dass man die Lerne, ich spüre da eine ganz starke Energie im Herzen, aber das ist doch keine Antwort, oder? Und der Nein, wie gesagt, keine Ahnung, ist Nein, wie kommt der Kontakt zum Herzen zustande? Also ist ja kein Wunder, wenn er Nein schreibt, dass dann kein Kontakt zustande kommt. Ja, der Punkt, das ist doch keine Antwort. Das ist, also glücklich sein ist keine Antwort oder Frieden ist keine Antwort. Das
Das ist eben auch etwas, dass wir auf bestimmte Dinge, wie konditioniert sind, eben alle eng mit Verstand verbunden sind. Also so nach dem Motto, da muss jetzt irgendeine Antwort kommen und da muss quasi ein Plan drin stehen, wie werde ich Millionär oder wie werde ich meine Hypotheken bezahlen oder wo kommt mein nächster Job her oder so. Ja, also dieses Vertrauen zu haben, da sind wir nämlich beim nächsten Thema, was eine weitere Facette dieses Themas ist. Wenn wir erkennen, wenn wir anfangen zu erkennen, dass wir in dieser falschen Realität leben, also in diesem Traum, in dem, was ja auch in vielen Filmen heute beschrieben wird, sowas wie Matrix, so, wo das mit so einer gewaltigen Robotergeschichte beschrieben wird. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche, was auch zum Beispiel in der indischen Mythologie als Maya beschrieben wird oder als Samsara, auch der Kreislauf der Wiedergeburten. Denn all das ist eine gewaltige Mechanik. Und das ist ja das, was in dieser Maschinenwelt, in der Matrix so schön deutlich wird. Und auch wie lichtvoll diese Maschinenwelt ja, wenn man sich diesen dritten Teil mal angeschaut hat, zum Beispiel erscheint. Dass man also sieht, das ist alles eine große Nummer, eine große Mechanik, eben die ineinander greift und die dazu dient, uns abzulenken. Und wenn wir aber in unserem Herzen uns verankern, dann fangen wir an, aus dieser Scheinwelt aufzuwachen. Und dieses Aufwachen wird von Mystikern im Allgemeinen als ein Sterbeprozess bezeichnet. Und der knackigste Satz dazu ist nach meinem Empfinden der von Jakob Böhme, einem christlichen Mystiker, der vor einigen hundert Jahren gelebt hat. Und der sagte, wer nicht stirbt, ehe er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Und dieses Sterben, bevor wir sterben, das ist die Bereitschaft, das Illusorische hinter uns zu lassen und tatsächlich anzufangen, aus dem heraus zu leben, was immer schon jetzt hier ist. Und das ist ja die Einladung, in diesen Augenblick zu kommen. Das ist die Einladung, auch erstmal der ersten drei Schlüssel, der Schlüssel zum Selbst, die, wie gesagt, in der ersten Konferenz auch schon mal ausführlich vorgestellt hatten. Und das, was dadurch ausgelöst wird, das ist ein Prozess, der durchaus auch als Sterben erlebt werden kann. Und zwar als ein Sterben der Illusion. Denn das, was lebendig ist, um nochmal auf dieses Eckhart Tolle-Zitat zurückzukommen, das stirbt ja nicht. Es wird etwas geboren und das stirbt. Aber das Lebendige ist davon unberührt. Das, was jetzt hier ist. Gibt es sonst irgendwelche Rückmeldungen oder Fragen? Und zwar die Sonja schreibt, ist es nicht so, dass es einfach nur darum geht, unsere Intention mit der Wahrnehmung im Herzen zu überprüfen, um für sich selber sicher zu sein, dass die geplante Handlung für mich richtig ist? Ja, wir können alle möglichen komplizierten Konzepte aus allem machen, aber im Grunde bringt es dieser Satz ganz gut auf den Punkt, ne? Also wenn wir
im Herzen wahrnehmen, dass wir im Frieden sind mit dem, was wir wirklich sind. Und daraus auch das Handeln motiviert ist. Denn deswegen besteht ja auch dieser Lass-los- und Lebe-Prozess aus 12 Schlüsseln, weil es ein Prozess ist, der uns dazu führen soll und auch dazu führt, dass wir unsere Vision nicht nur erkennen, sondern auch praktisch, konkret im Alltag leben und umsetzen. Also ich spreche ja gern davon, innerlich erfüllt und dann auch äußerlich erfolgreich zu leben. Und für mich sind das keine Widersprüche. Das sind ja auch so künstlich geschaffene Gegenpole, die oft uns präsentiert werden. Also wo es dann heißt, ja, du musst dich entscheiden, dienst du nun dem Mammon oder dienst du Gott? Und das Gott in der Regel der Mammon ist, besonders in den Religionen, das fällt dann vielen gar nicht mal so auf. Aber denn dieser Gott braucht ja komischerweise immer Geld, ne? Das ist ja, hatte ja der Jordan Maxwell so schön auf den Punkt gebracht, das ist in diesem einen Zeitgeist-Film auch sehr schön zitiert. Also das in den Religionen ja Geld immer eine große Rolle spielt. Und der entscheidende Punkt ist eben die Reihenfolge. Innerlich erfüllt und dann äußerlich erfolgreich. Das heißt, meine Erfahrung ist, wenn ich zuerst auf irgendein äußeres Thema konzentriere, wie Geld verdienen oder eben erfolgreich werden oder eine tolle Partnerin finden, einen tollen Partner finden, ein tolles Haus finden, eine tolle Gegend finden, wo ich lebe und so weiter, dann wird mich das immer von mir wegführen. Wenn ich mich aber erst darauf einlasse, wer bin ich wirklich? Auch vielleicht durch die folgenden Schlüsse gehe, dann wird mich das früher oder später einfach dazu führen, dass ich bereit bin, aus dieser Essenz heraus auch zu leben und mich davon leiten zu lassen. Und dann begegne ich Menschen, weil es aus meinem Herzen heraus einfach eine Resonanz gibt. Oder ich ziehe um, weil es einfach eine Resonanz dann gibt, das zu tun. Und also das ist zum Beispiel auch das, was mich nach Südamerika gebracht hat. Es gibt einfach eine tiefe Resonanz mit diesem Kontinent hier und die gab es schon ganz lange. Also das sind auch so kleine Dinge, das fällt dir vielleicht auch irgendwie in deinem eigenen Leben auf, was so immer wieder auftaucht. Also in meiner Kindheit zum Beispiel waren alle Begriffe, die irgendwas mit Südamerika zu tun hatten, waren faszinierend, obwohl ich damals noch nicht mal wusste, dass es Südamerika gibt. Und ich zum Beispiel als Junge Fußball gespielt hatte und ich wollte unbedingt Puma-Fußballschuhe haben. Frag mich nicht, wieso. Und der Puma ist der Berglöwe, der in Südamerika lebt. Und oder ich habe mich für Flugzeuge interessiert und habe also mir ständig irgendwelche Prospekte aus Reisebüros mitgenommen und wo irgendwelche Flugzeuge drauf abgebildet waren. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, war die Fluggesellschaft Condor. Ja, der Vogel, der größte Greifvogel der Welt, der in den Anden lebt. Als ich anfing, mich für Autos zu interessieren, gab es eine einzige Automarke, die mich wirklich fasziniert hat. Das war Jaguar. Der Jaguar ist die leopardenartige Wildkatze, die im Regenwald Südamerikas lebt. Und so weiter. Also da gibt es, ich könnte da noch ein paar Sachen aufzählen. Und das heißt also, es gibt immer wieder Dinge, die uns auch sowas wie kleine Hinweise geben. Und was auch zeigt, dass wir tatsächlich mit einer Art Vision, mit bestimmten Werten, die für uns wichtig sind.
Und das braucht dir niemand zu erzählen, das braucht dir niemand beizubringen. Es geht eigentlich eher darum, Unwesentliches wegzulassen. Und das ist ja das, was eben die Kunst im Leben ausmacht und was auch für mich immer wieder die Herausforderung ist, immer wieder zu sehen, was ist eigentlich wesentlich? Wofür gebe ich diese Lebenszeit her? Also wofür setze ich diese Inkarnation ein? In dem Moment, wo ich weiß, das, was ich bin, ist ewig. Das, was ich bin, wurde nicht geboren. Das, was ich bin, wird nicht sterben. Das, was ich bin, ist. Und was ist das, was durch diese enge Pforte hindurch sich in diesem Leben ausdrücken will? Und das ist die Einladung auch letztlich für jeden von euch. Was ist das, wofür du wirklich hier bist und was du auch praktisch im Leben umsetzen willst? Und um das nochmal kurz zu illustrieren, also auf dem ersten Webinar haben wir über die Schlüssel zum Selbst nicht nur gesprochen, sondern haben sie auch vorgestellt und jeder konnte auch eine eigene Erfahrung damit machen. Danach kommen die Schlüssel der Transformation. Das sind nach meiner Erfahrung auch in der eigenen täglichen Praxis die Schlüssel, die mich immer wieder durch dieses dunkle Tal, wo es ja auch in den Psalmen heißt, zum Beispiel, und wenn ich auch war, im dunklen Tal, ein Stecken und Stab trösten mich. Das hat übrigens Bezüge zu was ganz anderem. Also wer mal Welikowski gelesen hat, kann ich wirklich nur sehr ans Herz legen, Welten im Zusammenstoß mal zu lesen. Findet man sogar im Internet so gratis, glaube ich. Aber da erfährt man viel über die historischen Hintergründe, die also in vielen, vielen biblischen und auch sprichwörtlichen Dingen nach wie vor wirken und wo eben sichtbar wird, es gab tatsächlich eine Phase, in der kaum Sonnenlicht auf der Erde war und so weiter. Aber diese Prozesse von Dunkelheit, Verzweiflung, von emotionalem Aufruhr, von also allen Emotionen, die man als unangenehm empfindet, also Ärger, Schmerz, Trauer, Angst, all das kann eben mit diesen Transformationsschlüsseln dann auch sehr schnell wieder in freie Energie umgewandelt werden, die wir dann für das Leben unserer Vision einsetzen können. Und also dann erst die Schlüssel zum Selbst, dann die Schlüssel der Transformation. Und dann haben wir die Schlüssel der Vollendung, mich in Kontakt mit dieser tatsächlichen Essenz von angstfrei leben. Also wirklich aus dem heraus zu leben, was hier ist. Also ich verwurzle mich sozusagen in lebendigen, auch ganz praktisch nicht in irgendwelchen Affirmationen oder so, sondern durch ganz tiefe, eigene, nicht schwer zu vollbringende innere Arbeit. Und die letzten Schlüssel sind dann die Schlüssel der Verwirklichung und da geht es dann darum, das tatsächlich im eigenen praktischen Alltag auch umzusetzen. Also eben wirklich auch konkret zu werden und entsprechende Schritte zu gehen und einfach die Dinge zu tun, die in der betreffenden Situation dran sind, damit ich eben selbst zunächst innerlich erfüllt und dann auch äußerlich erfolgreich lebe. Und das ist eben nichts, was man vorgeben kann, denn sowohl innerliche Erfüllung
wird jeder anders erleben? Also allein schon auf diese erste Frage, auf das Wer bin ich, gibt es viele verschiedene Facetten, die in den Antworten kommen. Stille, Liebe, Frieden, Freiheit, Wortlosigkeit, Glück, all das erfahren wir in diesem Hier und Jetzt, in unserer Essenz. Und was dann äußerer Erfolg bedeutet, das kann wirklich für jeden Menschen etwas ganz, ganz Eigenes sein. Ja, für den einen kann das sein, ich ziehe mich völlig aus der Welt und lebe in einer Hütte, mit Tieren zu tun hat und so findet er Band. Und deswegen gucken wir sowas in letzter Zeit öfter mal. Und wir haben eine Sache gesehen mit Bären. Und da gibt es einen Typen, der in Alaska lebt und der ist ein pensionierter Lehrer. Und der hat in Anchorage, also in dieser Hauptstadt von Alaska, hat er ein Häuschen mit seiner Ehefrau. Und so ungefähr ein halbes Jahr lang sieht die ihn nicht, weil er dann in einer Hütte in der Wildnis ist und dort mit Bären lebt. Die kommen ihn da besuchen und mit denen versucht er zu kommunizieren, tut das auch. Also mit Schwarzbären erfolgreicher als mit Grizzly. Das ist nur ein Beispiel dafür, also wie das möglicherweise sehen kann. Und ein anderes von seinem indianischen Lehrer gelernt hatte, in der Wildnis zu leben, ohne Werkzeuge, ohne Schutzkleidung. Und der also da sehr glücklich ist, wenn er einfach alleine im Wald ist. Und der dann irgendwann anfing, eben Bücher zu schreiben, darüber auch in Seminare zu geben. Und der dann gefragt wurde, ja, wieso machst du das denn? Und wo er eben sagte, ja, mein Traum wäre es, einfach alleine in der Natur zu leben und meine Ruhe zu haben und auch nicht ständig irgendwelche Fragen gestellt zu bekommen und so weiter. Diese Verbundenheit mit der Erde auch anderen Menschen nahezubringen. Und deswegen gehe ich immer wieder da rein und schreibe Bücher und halte Seminare. Und das ist einfach ein weiteres Spiel dafür. Und also deine Vision ist, wie gesagt, immer etwas sehr, sehr Eigenes. Und sie wird dich mit deinem Herzen immer tief in Verbindung halten. Und sie wird dir ein Gefühl geben, dass du auf dem für dich richtigen Weg bist. Und natürlich wirst du immer wieder Versuchungen erleben. Ja? Also alles das, was wir so aus Märchen kennen, aus spirituellen Schriften und so weiter, all das sind Herausforderungen, die uns auf dem Weg begegnen. Ja? Also und für jeden sieht diese Verlockung auch anders aus. Ne? Also der eine reagiert vielleicht mehr auf Verlockungen des anderen Geschlechts oder wenn er homosexuell ist, auf die des eigenen Geschlechts. Jemand anders reagiert vielleicht mehr auf Essen oder andere mehr auf Fernsehen. Also finde raus, was sind die Versuchungen, die Ablenkungen für dich? Und schau, bist du bereit, die sterben zu lassen für deine Vision, für das, was wirklich durch dich wirken will? Und das ist nach meiner Erfahrung eben immer etwas, was mit einem tiefen inneren Frieden und einer verbunden ist. Wie gesagt, der Weg kann sich sehr unruhig anfühlen. Also was, wie gesagt, was Nietzsche sagte, ja, also wenn das gute Gewissen Herde heißt, sagt nur das schlechte Gewissen ich. Du hast, Alexander, eigentlich vieles bestätigt.
von dem, was mit Sicherheit der ein oder andere schon entweder gehört hat oder intuitiv wahrgenommen hatte. Und es wird mit Sicherheit auch für die Teilnehmer nochmal interessant sein, bei der nächsten Internetkonferenz in der Seewelt-Akademie dabei zu sein. Dort werde ich auch Sachen erzählen, wo es im Grunde genommen auch in diese Richtung geht, was jeder erfahren sollte, also wo Ursprung und Sinn des menschlichen Lebens sozusagen ist, auch auf der Erde. Und ich möchte einfach noch kurz abrunden und dem Ganzen sagen, im Grunde genommen geht es darum, eine entsprechende Mission hier auch auf der Erde zu erfüllen, die auch von Anfang an so in die Wiege gelegt wurde. Und Alexander, mich würde noch interessieren, bevor wir jetzt da in die Pausen gehen, nachdem du jetzt gesagt hattest, dass der Weg von jedem Einzelnen auch individuell ablaufen sollte, was auch natürlich richtig ist, denn jeder Einzelne ist ja individuell und hat ja seine eigene Bestimmung hier auch auf der Erde. Und dass es nicht unbedingt einfach fallen soll. Mich würde einfach, und mir sichert auch die anderen, wenigstens eine praktische Anleitung interessieren, was du den Teilnehmern geben kannst. Zum Beispiel vereinfacht gesagt, außer jetzt, dass er sich die Frage stellen sollte, wer bin ich und so weiter. Denn nicht jeder hatte so auch den Zugang, dass er sich so wahrnehmen kann, auch der wer ist. Kannst du ihm irgendeine praktische Anleitung geben, sei es zum Beispiel, dass er sich was aufschreiben sollte oder irgendwas, dass der Teilnehmer, der heute nach der Konferenz auch geht und sagt, wenigstens diese praktische Übung werde ich mal machen, um mehr meine eigene Vision auch herzuerfahren. Ehrlich gesagt verstehe ich das Anliegen nicht wirklich, denn meiner Meinung nach wird niemand, der nicht herausfindet, wer er ist, in der Lage sein, Vision wirklich zu erfassen und auch zu leben. Und es ist für mich auch völlig in Ordnung, wenn jemand hier rausgeht und sagt, habe ich gar keine Lust drauf, ist mir egal. Wie gesagt, das sagt ja auch das Biblische, die Pforte in die Verdammnis ist breit. Also jeder ist frei, ob er sich auf diesen Prozess, und zwar in sich selbst. Ich meine gar nicht, wenn du zum Beispiel keine Resonanz mit mir hast, oder mit meinem Ansatz, ist das für mich überhaupt kein Problem. Der Punkt ist einfach, bist du bereit, wirklich zu dir zu kommen und das zu leben, wofür du hier bist? Und du hast ja eben zum Beispiel das Thema Mission angesprochen. Und das ist ja ein typisches Beispiel für etwas von außen Induziertes. Also das benutzen ja Religionen sehr gern, auch Mission. Also religiöse Menschen missionieren gerne, weil sie, indem sie andere von dem überzeugen, was sie selbst nicht glauben, dann sich selbst sicherer fühlen. Das ist also wieder das, wenn Nietzsche von der Herde spricht. Ist das eben einfach das gute Gewissen, das Herde heißt. Und wenn jemand eine Gemeinschaft gefunden hat, zum Beispiel eben eine religiöse Gemeinschaft oder auch eine politische Gemeinschaft, dann soll ja missioniert werden. Also ich habe das zum Beispiel jetzt neulich auch gerade erlebt. Ich hatte ja dieses Interview mit dieser russischen Philosophin geführt und dann, indem sie ja auch selber ein paar Dinge gesagt hatte über die Person Putin und wo sie aber sagt, ja, jetzt ist er quasi so mirakulös vom Saulus zum Paulus geworden und jetzt ist er ein Heiliger und hat mit all diesen Dingen nichts mehr zu tun. Und hat mich quasi dazu aufgefordert, so nach dem Motto, wenn ich für Frieden in der Welt wäre, müsste ich jetzt auch für Russland sein und für Putin. Und da habe ich, also, und das ist eben genau dieses Thema.
Also es wird aufgefordert zum Missionieren. Und genauso tut das ja der Mainstream auch. Ich erwähne das nur, weil es mir gerade in der Richtung passiert ist. Also von mir erwartet, glaube ich, niemand ernsthaft, dass ich für Merkel oder für Obama missioniere. Mir sowas von fern liegt. Aber dass dann eben auch gesehen wird, okay, ich missioniere auch nicht für die andere Seite. Also ich lasse mich einfach vor keinen Karren spannen. Und das ist etwas, was, glaube ich, ziemlich wichtig ist in diesem Thema Vision. Also Menschen, die wirklich in ihre Vision hineinwachsen, die erfahren einfach zunächst mal etwas Angstfreies. Und das ist für mich auch wirklich die Essenz. Und deswegen beginne ich ja auch mit, wer bin ich wirklich? Und dass dann so etwas auch als Rückmeldung kommt, wie von dieser Teilnehmerin eben, die dann sagte, ja, also das ist ein Glücksgefühl im Herzen, aber das ist doch keine Antwort. Also das ist eben etwas, was für uns ungewohnt ist. Also dass wir so sehr auf den Verstand konditioniert sind und auf Zugehörigkeiten. Ja, die erste Zugehörigkeit sind die Eltern. Okay, und dann werden wir ja darauf konditioniert in Strukturen wie Staaten. Ja, also Nationen. Ich habe das gerade vorhin nochmal auf Facebook geteilt. Es gibt so ein schönes Video, was Freiwillig Frei auch auf Deutsch übersetzt hat, dass Staaten Steuerfarmen sind und wir Steuervieh auf diesen Steuerfarmen sind und es auch völlig egal ist, zu welchem dieser Staaten wir gehören. Denn das sind die Gatter, die um die Viehherden gemacht werden. Und wer anfängt aufzuwachen, der stellt das fest. Da gibt es ja auch so ein schönes Bild, was auch auf Facebook immer wieder rumgeht, mit dieser Schafherde. Und da sagt das eine Schaf zu den anderen: Ey Leute, also dieser Typ und der Hund, die arbeiten zusammen. Und dann schreien die anderen: Oh, du immer mit deinen Verschwörungstheorien. Ja? Also derjenige, der anfängt, seine Vision zu entdecken, der wird feststellen: Komisch, hier laufen irgendwie ganz komische Dinge und die anderen scheinen das alle nicht zu bemerken. Und sie wollen es auch nicht bemerken, denn das ist Teil dessen, was ich ja in dem Lass los und lebe auch das Dummprinzip nenne. Und dazu habe ich ja auch eine Videoserie gemacht, eine Blogserie, die hatte ich ja auch in der Einladung nochmal empfohlen, sich das anzuschauen. Also eben zu erkennen, in welcher Weise wir auch absichtlich dumm gehalten werden sollen. Also unser Herz dumpf gemacht werden soll, unsere Energien unklar und unser Geist mit Minderwertigkeit behaftet ist. Und das ist das D plus U plus M. Und das, was rauskommt, ist Mittelmaß. Und wenn wir uns in unserem eigenen Leben und auch in unserer Umgebung umschauen, ist in der Regel das, was wir am meisten sehen, Mittelmaß. Also Menschen, die nichts Eigenes machen, die nichts Eigenes sich zutrauen und die im Wesentlichen von Angst regiert leben. Und das stellt man ja auch jetzt immer mehr fest. Also mit dieser Political Correctness, dass man eben eigentlich nichts mehr sagen. Sowas wie so eine harmlose Satire-Sendung wie Die Anstalt. Also ich gucke ja kein Fernsehen, aber ich habe das mitbekommen, dass die wohl ein bisschen was über so diese Alpha-Journalisten in der BRD gesagt haben, die ja alle mit der NATO über Atlantikbrücke und so weiter ja verbunden sind. Und die werden ja dann massiv angegangen und unter Druck gesetzt. Und wahrscheinlich wird es auch solche Sendungen dann schon nicht mehr geben. Das heißt also, dieses, wo das gute Gewissen Herde heißt, sagt nur das schlechte Gewissen ich. Und naja,
Vielleicht können wir es so auf den Punkt bringen. Der Watschlaw hat sich ja jetzt eine echt gewünscht. Frag dich doch einfach mal, was macht mir ein schlechtes Gewissen? Was darf ich nicht tun? Und ich wette, da kommen gar nicht so Sachen wie, ja, ich darf keine anderen Leute erschlagen oder so, sondern guck mal, was darfst du nicht tun? Und vielleicht geht es da lang, mal genauer hinzuschauen und zu gucken, ja, wo liegt mehr Lebendigkeit? Vielleicht auch diese beiden Fragen mal zu verbinden. Also wo spüre ich Lebendigkeit? Was darf ich nicht tun? Vielleicht würdest du gerne tanzen. Aber du tust es nicht, weil die Leute sonst denken würden, du bist schwul oder was weiß ich. Also Es ganz kommen schon egal. zwei Also Antworten. wo ist Lebendigkeit, die du spürst? Und was darfst du nicht tun? Was verbietest du dir? Was verbietet dir dein Gewissen? Ja, das ist vielleicht keine Frage, um die jetzt hier zu beantworten, sondern einfach wirklich, um sie mal für dich zu hinterfragen. Und ja, dann wirst du vielleicht auch sehen, ob dich diese beiden Fragen vielleicht letzten Endes auch tatsächlich zu dieser essentiellen Frage wieder hinführen, wer du eigentlich wirklich bist. Und zu dieser Aussage von Eckhart Tolle, dass eben das Leben gar nichts mit Geburt und Tod zu tun Alexander, es kommen zwei wesentliche, zwei wichtige Rückmeldungen. Und zwar, wo du gesagt hast, was darf ich nicht tun? Oder auch dementsprechend, die Person, eine Person hat da geantwortet, Lügen. Und bei der anderen Person, die hat da gesagt, ich darf dem Treiben nicht zuschauen. Also was einfach passiert. Oh, das sind zwei tolle Themen. Also es gibt ja zum Thema Lügen, ist ja psychologisch gesehen eine wichtige Erkenntnis erstmal, dass wir es alle tun. Ja? Also dass eben Lügen etwas ist, was in unserem Verhaltensrepertoire einfach drinsteckt. Also gib mal bei Google ein, wie oft lügen wir oder so. Und dann wirst du sehen, es gibt da verschiedene psychologische Studien, die sagen, so und so oft am Tag. Also da gibt es verschiedene Zahlen, die da genannt werden, aber sie sind sich alle mehr oder weniger einig darüber, dass wir eben mehr oder weniger oft eben auch einfach nicht die Wahrheit sagen oder nur die halbe Wahrheit oder eben auch ganz offen Lügen. Und das ist meistens ja verbunden mit dem Versuch, in der Herde zu bleiben. Denn je mehr ich eigentlich feststelle, dass ich nicht in die Herde passe, sei es an diesen Arbeitsplatz, sei es in diesen Freundeskreis, sei es in diese Familienfeiern, wo ich immer wieder eingeladen werde oder so, dann merkt man, dass man anfängt zu lügen. Das sind ja ganz klassische Beispiele. Ja? Da ist das berühmte Christi Himmelfahrt und dann gibt es den sogenannten Brückentag und dann die Zahl der Krankschreibungen extrem in die Höhe. Schlaue Arbeitgeber geben dann gleich an dem Tag schon mal frei. Und das vermeidet dann das Lügen. Aber oder bei Familienfeiern, dann wird dann ja auch gesagt, ja, ich habe keine Zeit oder ich bin krank oder ich habe Kopfschmerzen. Oder die Frau, die dann sagt, ja, er will Sex und sie hat Migräne. All das sind ja Dinge, die etwas mit die Zugehörigkeit zur Herde nicht verlieren wollen, zu tun haben. Und in dem Moment, wo ich bereit bin zu sagen, okay, du willst jetzt Sex und ich will gerade einfach nicht. Ich fühle mich nicht danach. Und wenn du mich jetzt deswegen verlässt, okay,
Ich habe keine Angst. Ja. Und das führt nach meiner Erfahrung dazu, dass wir weniger lügen. Und also, wenn du feststellst in deinem Leben, dass du weniger lügst, dann bist du wahrscheinlich auf dem Weg zu dir. Und das andere war, dem Treiben nicht zuzuschauen. Und auch das, ich kenne das sehr, sehr gut von mir. Also wer mich ein bisschen kennt und mir vielleicht auch auf Facebook folgt oder eben auch mein Buch gelesen hat, gerade das letzte oder auch das erste, da sind ja viele Themen angesprochen, die in der Gesellschaft oder auf der Erde momentan, naja, ziemlich daneben laufen. Und da fällt es mir auch immer wieder schwer, den Mund zu halten und da mich rauszunehmen. Und das ist auch etwas, was eben auch natürlich mit unserem Empfinden von lebendig zu tun hat. Also wenn wir in einer Welt leben, in der die Lüge, also sind wir bei der Lüge, in der die Lüge die Norm ist, ja, und wir leben ja in einer Welt, in der religiös, politisch, wirtschaftlich gesehen, Lügen ist die Norm. Ja, also Religionen lügen dir die Hucke voll, damit du da bleibst und ihnen ihr Geld gibst, dein Geld gibst. Und Politik lügt dir auch die Hucke voll, damit du ihre nationalistischen oder parteipolitischen Dinge da erfüllst. Und die Wirtschaft lügt dir auch die Hucke voll oder die Medizin, damit du halt ihre genmanipulierten Produkte oder ihre Chemotherapie oder was auch immer kaufst. Also ist das natürlich, je mehr wir auch zum Lebendigen kommen, zu unserem eigenen Herzen, ist das immer konfrontierender, zu sehen, okay, diese Welt ist wirklich verrückt. Ja? Oder wie George Orwell das sagte, in einer Welt der Lüge, die Wahrheit zu sagen, ist ein revolutionärer Akt. Ja, die Frage ist ja auch viel mehr, was lebe ich wirklich? Also es selbst zu leben, aus dieser Lebendigkeit heraus zu leben, anstatt mich halt vor irgendeinen Karren spannen zu lassen. Denn auch diese sogenannte Wahrheitsbewegung, ich meine, da zerfleischen sie sich jetzt auch gegenseitig. Ja? Bei diesen Montagsmahnen, wenn ich das mir angucke, das ist genauso gruselig wie es früher schon immer war, wenn es irgendwie Friedensbewegungen hieß oder so, ja, ich gehe da nicht hin, wenn der da redet und wenn der eingeladen wird, dann darf ich da nicht hingehen. Und das ist genauso wie jetzt hier, da haben sie diese D-Day-Geschichte da im Mainstream, also der Hollande lädt die ganzen Siegermächte-Präsidenten da ein und dann geht er aber jetzt mit Putin und mit Obama getrennt essen. Ja? Also es ist alles so absurdes Theater. Und hinter den Kulissen hocken die alle in den gleichen Logen und wird nach außen hin wird eine große Show gemacht, wer da nun mit wem angeblich nicht essen kann und sich nicht die Hand schütteln kann. Und naja, also dieses dem Treiben zuzuschauen. Das hat auch etwas mit echter Resonanz zu tun. Und da sind wir auch wieder bei der Individualität. Nicht jeder hat die gleichen Aufgaben. Manche haben die Aufgabe, auch sich da in solche Prozesse einzubringen, andere nicht. Und das ist was, wo zum Beispiel auch Astrologie oder das Human Design System einfach individuelle Antworten auch geben können. Also was steckt eigentlich in der eigenen Genetik, in den eigenen Themen drin an ja, persönlichen Talenten und auch Herausforderungen? Und wo geht es da für den Einzelnen auch lang? Wo kann ich tatsächlich was bewegen? Wo kann ich den Hebel ansetzen, um mich auch nicht aufzureiben? In Dingen, die sowieso gar nichts bringen. Also das wäre so meine Antwort auf diese beiden Fragen. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal diese Pause machen, die du angekündigt hast. Genau.
Alexander, es werden mir sicher nochmal die ein oder andere Frage kommen. Und also wir haben jetzt halb Ja, null. gerne. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ein paar Minuten Pause und danach bis 21 Uhr insgesamt gehen wir auf die Fragen ein. Und ich schalte schon mal jetzt dann gleich, nachdem wir jetzt wieder weg sind, für die kurze Pause mal den Chat schon mal ein, dass die Teilnehmer die Fragen stellen können. Also all diejenigen, die auch schon vorher, wie gesagt, es kamen ja mehrere Fragen. Warum ich nochmal da zum Schluss nochmal nachgefragt hatte, also wie ich meine eigene Berufung finde oder den Lebensplan und so weiter. Also all diejenigen, die auch noch konkret was wissen wollen, können gerne die Frage stellen. Und dazu habe ich folgende Bitte jetzt erstmal, dass du dann die Fragen stellst, und zwar zum Beispiel, wenn die Frage an mich gerichtet ist, dass du ein Ad und WS schreibst und dann die Frage unter AG, also für Alexander Gottwald, also Ad. AG und Alexander, also und dann die Frage, dann, dass ich ganz einfach weiß, dass das die Fragen sind und dass wir nicht alles durchgehen müssten und sollten auch in dem Fall. Also auch nur auf die Fragen. Deswegen diese paar Minuten Pause, aber du hast jetzt schon die Möglichkeit, die Fragen zu schreiben und der Chat wird jetzt auch dann für alle sichtbar eingeschaltet, dass auch alle sehen die Rückmeldungen für die Fragen. Gut, Alexander, dann in ein paar Minuten sehen wir uns wieder und antworten danach auf die Fragen. Okay. Alles klar, bis gleich. Gut, bis gleich. Also die erste Frage, die dann noch von Carol gestellt wurde, wie genau finde ich meine Berufung? Ich mache so viele Dinge, kann kein Ziel konkretisieren, mag einfach fast alles. Also schön, Carol, wie es auch der Alexander gesagt hatte, im Grunde genommen muss jeder seine eigene Berufung finden und das geht nur durch die Wahrnehmung. Einer der Tipps, den ich dir geben kann, wie du deine eigene Berufung wahrnehmen kannst, und zwar, wenn du Hobbys hast, also das, was du gerne machen würdest, beobachte mal, was würdest du wirklich gerne machen, hier auch auf der Erde. Also auch wenn du kein Geld dafür bekommen würdest und so weiter, sondern was dir wirklich Freude bereiten würde. Also das könnte einer der Wege sein, wie du noch mehr zu deiner eigenen Berufung findest. Und doch, um die zu erkennen. Alexander, die Frage an dich von Odin. Wann machst du das Putin-Video, welches du in der letzten Konferenz erwähnt hast? Wenn es mich ruft. Also ich denke, das Human Design Video hatte ich ja schon gemacht und das Horoskop werde ich vermutlich die Tage noch machen, weil Putin einige sehr krasse Transite in diesem Monat erlebt und es also spannend sein wird natürlich zu sehen, wie wird er darauf reagieren und wie wird er sich da verhalten. Ich gehe also mit all dem, also gerade auch mit astrologischen Themen immer in die Richtung, ja, wann ist einfach ein Impuls, das zu tun? Also ich habe mir zum Beispiel neulich auch die Human Designs von Ken Jebsen, Jürgen Elsässer und Jutta Ditfurth mal im Vergleich angeguckt. Und das ist auch sehr erhellend. Also wie da Leute gegeneinander kämpfen, die eigentlich vom Design her das Potenzial hätten, gemeinsam was zu bewegen. Und das ist ja auch eben etwas sehr, sehr Typisches. Also wenn wir nochmal auf das Thema kommen, dass eben Leute, die dann eine Mission haben, also irgendwelchen außengeleiteten Interessen dienen, dass die sich dann auf einmal gegenseitig bekämpfen, obwohl sie eigentlich gemeinsam tatsächlich etwas bewegen könnten für Frieden, für die Menschen. So, Alexander, und zwar dann die eine Frage von der Eva: Geht Liebe und Egoismus zusammen? Der Moment, wo wir wirklich lieben, ist nach meiner Erfahrung auch der Moment, wo wir wirklich anfangen können, ich bin zu sagen. Und das heißt, umgekehrt auch, nur wenn eine echte Bewusstheit von diesem Ich bin, von dem ja auch in der Bibel die Rede ist, ja, also ich bin der ich bin, nur wenn das da ist, dann ist auch wirklich Liebe da.
Und natürlich, da kommen wir wieder zu diesem Nietzsche zurück, wenn das gute Gewissen Herde heißt, in dem guten Gewissen der Herde sollst du nicht lieben und du sollst auch nicht dir selbst treu sein, sondern du sollst den Interessen der Herde dienen, die in der Regel ja geführt werden, auch wieder von Leuten, die nicht in ihrem Ich bin leben. Insofern wird es nach außen so aussehen, dass je liebevoller du wirst, desto mehr dir auch von bestimmten Leuten nachgesagt wird, du seist aber furchtbar egoistisch oder zickig oder unkooperativ oder was auch immer dann eben gerade das passende Wort sein könnte. Und tatsächlich ist da, wo keine Liebe ist und wo die Leute an so etwas wie Egoismus glauben, also sie glauben, sie folgten ihren eigenen Interessen, da tun sie es ja aber gar nicht. Ja, da sind sie zwar rücksichtslos und dumpf und hauen sich gegenseitig den Schädel ein oder gönnen sich die Butter auf dem Brot gegenseitig nicht, aber in Wirklichkeit sind sie noch nicht mal wirklich egoistisch, denn ein wirkliches Ich bin entsteht ja nur aus der Bewusstheit. Ich erinnere auch noch mal an den Gurdjieff von vorhin. Also, wenn du eine Seele willst, musst du sie dir verdienen, sonst bist du nur Gemüse. Das ist gleich die nächste Frage von der Liane. Wieso ist es so schwierig, die eigene Vision herauszufinden? Es kann doch nicht der Sinn der Seele sein, diese Vision vor uns zu verstecken. Wir verstecken sie ja vor uns selbst, indem wir uns auf Wege begeben, die nicht unsere sind. Versuch es einfach mal, wenn du mal Zeit hast. Nimm dir einfach mal nur Zeit für dich. Vielleicht einen Tag. Ja, steh auf, sag alles ab, stell das Telefon aus, mach kein Internet an. Und begib dich an einen Ort, der dir gut tut. Egal, ob das ein Zimmer ist in deinem Haus oder ob das ein Ort in der Natur ist. Es sollte irgendwas sein, wo du einfach zu dir kommst. Und dann wirst du feststellen, dass du es vor dir selbst verbirgst, indem du so hektisch denkst oder aktiv bist. Ja, jeder hat ja so seine eigenen Techniken. Manche sind mehr mental fixiert, andere eher körperlich fixiert. Ja, manche rackern die ganze Zeit und sagen, ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, was meine Vision ist. Ja, ich muss Geld verdienen. Und andere denken die ganze Zeit, ich muss irgendwie mir da Gedanken drüber machen und machen sich Sorgen und so weiter. Letzten Endes ist unsere Vision immer schon da. Nur man muss natürlich dazu sagen, auch die Gesellschaft ist natürlich auch so aufgebaut, dass sie kein Interesse daran hat, dich dabei zu unterstützen, deine Vision zu finden. Und sie hat nicht nur kein Interesse daran, dich dabei zu unterstützen, sondern sie lenkt dich auch nach Kräften ab. Sei es durch Fernsehen, durch Sport, durch degenerierte Musik und so weiter und so weiter. Also das nimmt ja kein Ende. Deswegen eben die Empfehlung. Komm einfach zu dir und du wirst entdecken, und vielleicht wirst du dann auch entdecken, genau diese Dinge, die du vor dir selbst versuchst zu verbergen, weil sie dir eben Angst machen, weil du merkst, oh, wenn ich das wirklich tue, dann mögen sie mich nicht mehr in meiner Familie oder dann mögen mich meine Freunde nicht mehr. Also ich habe schon den einen oder anderen Freundeskreis mehr oder weniger komplett hinter mir gelassen in meinem Leben. Und das ist auch in Ordnung. Wenn Menschen sich nicht mit dir weiterentwickeln, dürfen sie auch einfach ihre eigenen Wege gehen. Und du darfst Geborgenheit in dem finden, was für dich stimmt. Und was immer schon hier ist. Alexander, ich möchte dann gleich die nächste Frage von jemandem von der Eva stellen. Sind wir denn eine Herde? Weil wenn du schon über Herden sprichst oder gesprochen hattest.
Naja, Herde ist immer das, was als Herde empfunden wird. Also als Gemeinschaft, als Zugehörigkeit. Ja, also für jemanden, der in einer Mafia-Familie aufwächst, wo es einfach angesagt ist, Leute zum Beispiel über den Haufen zu schießen, die nicht den Interessen der Familie entsprechen. Da hat Herde eine andere Bedeutung als bei jemandem, der zum Beispiel in einem Kloster lebt oder jemand, der in einer bestimmten politischen Partei sich engagiert oder eben auch jemand, der einfach versucht, in der BRD als Gutmensch irgendwie durchzukommen. Das sind alles Herden. Herden sind einfach Zugehörigkeiten, durch die ich mir Sicherheit verspreche. Ja? Eine Art von Herde ist ja nach wie vor der Nationalstaat. Die neue Herde sind jetzt die Metastaaten, die etabliert werden sollen, ja zum Teil nur, um dann abgelöst zu werden vom nächstgrößeren Metastaat. Also wenn man sich mit EU zum Beispiel beschäftigt, sieht man ja, die EU ist ja geschaffen worden, um abgelöst zu werden von dieser Eurasien-Geschichte. Also da gibt es ja verschiedene Sachen, sowohl von östlichen Geheimdiensten, Panarin mal lesen oder Brzezinski, der Sicherheitsberater. Sicherheit ist natürlich ein toller Euphemismus da. Von Obama ist, die reden alle von Eurasien. Also das heißt, es geht dann um Metastaaten. Da werden auch wieder Identifikationen geschaffen. Und die Herde ist also immer das, was für dich die Herde ist. Das, wo du Angst hast, Leute zu enttäuschen, wo du Angst hast, zu widersprechen, wo du Angst hast, nicht konform zu sein. Das ist das, was für dich Herde ist. Der Dennis fragt, welche Alternative siehst du zu den Montagsmahnwachen? Das an dich oder an mich? An dich. Ist die Frage an dich oder an mich? An dich, Alexander. Welche Alternative siehst du zu den Montagsmahnwachen? Die war vorher gestellt, wie gesagt. Ich habe sie jetzt nur das nochmal dir etwas nach hinten gestellt. Also, wie gesagt, wer mich ein bisschen kennt, weiß zum Beispiel, dass ich dem Thema Demonstrationen genauso wie dem Thema Wahlen fast analog gegenüberstehe. Und ich möchte da an George W. Bush erinnern, der angesprochen auf die Millionen von protestierenden Menschen in den USA und die ja zig Millionen weltweit protestierenden Menschen gegen den Irakkrieg, gegen diesen zweiten Irakkrieg, den er dann führte, gesagt hat, das Demonstrationsrecht ist eine altehrwürdige Tradition in der Demokratie. Ja, er hat er nicht gesagt. Er hätte auch einfach den Stinkefinger in die Kamera halten können oder er hätte sagen können, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich mache, was ich will. Denn das ist es, worum es letzten Endes geht. Das Demonstrationsrecht ist ja eingeführt worden als Antwort darauf, dass Menschen sonst, wenn sie eben unter Druck geraten, ihre Peiniger einfach aufhängen oder erschießen oder eben einfach einen Aufstand machen. Und die Demonstration ist einfach ein Ersatz dafür. Es ist eine Ersatzhandlung. Das ist wie eben in ein Fußballstadion zu gehen und die gegnerische Mannschaft zu beschimpfen oder auf einen Rockberg zu gehen und da ein bisschen rumzugrölen oder so. Das sind Ersatzhandlungen für echtes Leben. Und diese Montagsmahnwachen, die sind natürlich einfach genauso wie vorher auch Demonstrationen, sind einfach Plätze, an denen Menschen quasi sich freiwillig wie Vieh versammeln, um registriert zu werden von den Behörden
Und wenn das Ausmaß überschreitet, also das sind ja alles graduelle Abstufungen. Ne? Erst wird es Verhaftungen geben, dann wird auch das Militär eingesetzt. Wenn die sich alle verweigern, und es gibt ja Erkenntnisse, dass das möglich ist, dass also die Polizei und selbst das eigene Militär sich verweigern würde, auf die Demonstranten zu schießen, dann gibt es durch den Lissabon-Vertrag ja legitimiert eine EU-überregionale, also länderübergreifende Truppe an Söldnern, die dann den Job erledigen würden. Und in Brasilien hat man ja auch festgestellt, vor der WM jetzt, dass zum Teil Soldaten, diese paramilitärischen Polizeitruppen, sich auch zum Teil geweigert haben, auf die Demonstranten einzuschlagen. Und deswegen gewinnen natürlich die beiden Konzepte, die man ja in Filmen wie Elysium schon gesehen hat, also so etwas wie Robotertruppen und also so Klonsoldaten, das gewinnt natürlich immer mehr an Bedeutung, um eben einfach denn es wird ja immer mehr Leuten bewusst, dass dieses 1%, die ja noch nicht mal 1% sind, aber gehen wir mal davon aus, es ist 1%, dass die 99% irgendwie beherrschen. Und früher oder später wird natürlich auch Soldaten und Polizisten klar, dass sie eben nicht davon profitieren, wenn sie auf die Menschen einknüppeln oder schießen oder sie registrieren. Und deswegen, das gab es ja in Thailand zum Beispiel auch neulich, es kommt ja immer öfter vor, dass eben auch sich zum Beispiel verweigern, diesem Einsatz gegen die eigenen Leute. Und also das sind alles Gründe, warum ich immer wieder dazu einlade, selber aufzuwachen und einfach selber Sand im Getriebe zu werden und auch das eigene Ding zu machen. Klink dich aus, werde selbstständig. Selbstständigkeit ist der erste Schritt aus der Abhängigkeit heraus. Angestelltenverhältnisse, dann wirst du automatisch ja abgemolken vom System. Du kannst ja gar nicht anders. Da werden deine Steuern und Abgaben, das wird ja automatisch abgeführt. Sieh zu, dass du aus dem Land rauskommst, in dem du geboren bist, denn da bist du immer am kontrollierbarsten. Gründe eine Firma irgendwo, gründe ein Bankkonto woanders. All diese Dinge, das ist ja alles keine Hexerei. Das kann man ja heutzutage mit Internet alles völlig legal tun. Und oder wenn du eben sagst, ja, ich kann gar nicht arbeiten oder ich will nicht arbeiten, naja, dann mach halt was anderes. Tu dich mit ein paar Leuten zusammen. Aber diese EU-Geschichte, also da ist einfach vieles, was wirklich sehr, sehr gefährlich für die Menschen auch ist. Das sieht man ja auch einfach an diesen ganzen Projekten, die entstehen. Den Namen vergessen, Fitzek, glaube ich, hieß er, der sich da zum König von Deutschland erklärt hat. Da war ja auch ein Projekt, wo viele dachten, das ist jetzt hoffnungsvoll. Und also das sind alles so Dinge, wo meiner Meinung nach es nur darum geht, Menschen zu sammeln und gebündelt letzten Endes abzukassieren. Alexander, gehen wir noch auf die letzte Frage ein, beim heutigen Abend. Was ist mit der sozialen Verpflichtung anderer gegenüber? Jetzt eine sehr allgemeine Frage. Also wenn ich aus meinem Herzen heraus lebe, dann stelle ich fest, dass mein Herz reagiert, wenn ich zum Beispiel Not und Elend in meiner Umgebung wahrnehme. Und dann helfe ich. Also ich tue das zum Beispiel in einigen sozialen Projekten hier in Bolivien. Das sieht man ja auch.
einfach wenn man sich mit meiner Arbeit beschäftigt, meinen Blogs und so weiter. Also da kommt man ja auch schnell an dieses Thema ran, also Staaten, die behaupten, sie seien nötig, damit es dann den Menschen gut geht, ja? Also dafür stehe ich vielleicht doch dem libertären Thema auch einfach viel zu nahe, als dass mich das noch täuschen könnte. Also, dass man so nach dem Motto, erst nehmen wir euch das Geld weg und dann geben wir es euch angeblich wieder. Also so wird das ja immer wieder legitimiert. Dabei ist ja bekannt, dass es zum Beispiel vor der Einführung der FED überhaupt keine Steuern gab, sowas wie Einkommensteuer oder sowas. Die wurden ja erst angefangen zu haben sie erst angefangen zu erheben, um dann die Zinsen an die FED zu bezahlen. Und das heißt also, soziale Gemeinschaft entsteht dadurch, dass Menschen einfach miteinander leben. Und das war früher bei den Naturvölkern auch so. Da gab es einfach gar keine Armut, weil die haben einfach für die Leute in ihrer Umgebung gesorgt. Und wenn einer krank war, dann wurde der geheilt. Und wenn einer, was weiß ich, schwach war, dann hat man ihm geholfen. Wenn einer ungeschickt war, dann hat man halt für den mitgejagt und der ungeschickt war, der konnte vielleicht schöne Geschichten erzählen. Also dieses Thema soziale Gerechtigkeit, das ist ja auch so ein Schlagwort, was eben aus dieser Teile- und Herrschergesellschaft entstanden ist. Und in dem Moment, wo wir anfangen, uns wieder auf uns selbst zu besinnen, auf das, was wir wirklich sind, in dem Moment werden wir auch vom Herzen her einfach in Resonanz sein mit dem, was uns umgibt und auch da helfen, wo wir können. Frage gesehen zu dem Thema, irgendwie, ob ich durch das, worüber ich spreche, nicht Menschen von ihrem Weg abbringen würde. Und der Anhang eines Buches hätte ihn oder sie frustriert. Und das ist also natürlich auch die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Denn diese Dinge, die ich da gelegentlich anspreche, und gerade in meinem Buch spreche ich ja eigentlich noch nicht mal die heftigsten Sachen an, sondern eigentlich nur Sachen, die allgemein bekannt sind, also wie Impfungen oder Strahlung, die uns nicht gut tut, biologisch wirksame wie Handystrahlung, Wi-Fi und so weiter. Und einfach so ein paar Dinge, religiöse Indoktrination und so weiter. Und das sind ja im Grunde, spreche ich diese Dinge nur deswegen an, weil ich einladen möchte, diese Schlüssel, die ich in dem Buch zeige, auch anzuwenden. Denn wenn ich das lebe, dann komme ich in eine neue Kraft, in einen Frieden jenseits von dem, was eben an gesellschaftlichem Druck aus der Herde kommt. Und dann fange ich an, etwas ganz Eigenes eben auch zu leben. Und natürlich auch dann von Fall zu Fall mich eben mit Menschen auch zu verbinden und zu verbünden, wie das mein Freund Simon manchmal sagt. Also, dass wir zum Beispiel jetzt hier diese Konferenz haben, das hat ja auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie verheiratet wären oder eine gemeinsame Firma oder irgendwas hätten, sondern der Watzlaw macht sein Ding mit seinem Bruder und ich mache mein Ding und man trifft sich halt und man schaut, wo man Gemeinsamkeiten hat. Und das ist das, wozu ich auch einladen möchte. Also eben einfach, macht euch nicht so leicht angreifbar. Also auch gerade zu diesem Thema Mahnwachen. Macht doch kleine Sachen und kleine Gruppen und bewegt wirklich an einer Stelle ganz konkret was. Und bevor die Behörden das mitgekriegt haben, geht es schon wieder um was anderes. Und also sobald etwas größer wird und statischer wird, wird es eben auch leicht infiltrierbar und kontrollierbar. Und das ist ja auch schon bekannt, also dass da dann
Leute kommen, die dann vom Verfassungsschutz sind. Das kenne ich alles von früher aus. Ich war früher auch auf Demos. Also ich bin ja nicht ganz so jung. Also ich war ja schon, weiß nicht, in den 80ern auf Demos. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass dann in Bremen bei Demos von den Autonomen, da waren dann immer die Steine geschmissen haben, das waren die vom Verfassungsschutz. Und dann hieß es wieder, die Autonomen. Und als dann in Bremen endlich die CDU regiert hatte, da hörten auf einmal auch die Krawalle auf. Da brannten auf einmal keine Autos mehr. Und dann fragten sie sich natürlich, wer hat das eigentlich alles gemacht? Und das meine ich mit, also Demos sind unheimlich leicht zu instrumentalisieren. Ich will das überhaupt nicht bestreiten, dass da viele Menschen sind, die ich auch wertschätze, die auch gute Absichten haben. Ich persönlich glaube nur nicht, dass sie auf dem Wege realisiert werden können, sondern dass sie realisiert werden, indem Menschen zu sich kommen, ihre eigene Vision finden und möglichst dezentral agieren und auch Freundschaften, Kontakte und so weiter knüpfen. Und das ist so meine Vision, also jenseits von Institutionen eben wirklich in die individuelle Vision kommen. Und ich möchte nochmal daran erinnern, an dieses Thema, was wir auch neulich in der Konferenz hatten, wo ich gesagt hatte, dass sie da eine Gruppe von Menschen, die alle keine Ahnung vom Fliegen hatten, in einer Halle hatten und die waren in der Lage, gemeinsam nur mit ihren Gedanken, Kräften, mit so einem Flugsimulator ein Flugzeug zu landen. Also dass Menschen, wenn sie tatsächlich sich in spontan einfach auch zusammentun, und wir Menschen sind auch in einer Mutation, das ist ja ein Thema, das führt ja noch über diese Konferenz hinaus. Also wir entfalten einfach auch Kräfte und sollen das auch, die weit über das hinausgehen, was Menschen normalerweise in ihrem Alltagsbewusstsein erfahren. Und auch dafür ist eben dieser Prozess, diese tägliche Praxis von was los und lebe, zum Beispiel einfach etwas, was nach meiner Erfahrung dient. Einfach sich selbst wirklich mehr zu erfahren und sich auch seine eigenen Potenziale mehr zu entfalten. Aber wir kommen langsam zeitlich auch ans Ende, oder? Jo, du hast, Alexander, danke dir auf alle Fälle für die Ausführungen, denn du hast mit Sicherheit nochmal dem einen und anderen Teilnehmer nochmal einen Spiegel vorgehalten, um den auch noch zu bestätigen, dass nur durch die eigene Wahrnehmung kann jeder seine eigene Vision erkennen, wozu auch er hier auch da ist, auch auf der Erde. Ich danke dir sehr vom ganzen Herzen, dass du dabei warst und auch dein Wissen geteilt hattest mit den Teilnehmern. Das war schön, mit Sicherheit hat es auch in den anderen, hat das auch ja was gebracht, heute dabei zu sein. Also da kommen ja jetzt mit Sicherheit auch die ganzen Dankesmeldungen nochmal an dich. Ja, schön, dass wir das gemacht hatten und auch von meinerseits wünsche ich auch allen Teilnehmern, dass jeder seine eigene Vision erkennen soll, damit wir gemeinsam eine viel bessere Welt noch erleben hier in dieser wunderschönen Erde oder auf dieser wunderschönen Erde. Ja, Alexander, danke dir nochmal von ganzem Ja, Herzen vielen Dank. für alles. Vielen Dank auch für deine Einladung an alle, die hier waren. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwo mal wieder. Alles Gute. Tschüss. Schönen Abend noch. Eine gute.